Ravenwoods Snackbar-Stange. Was? Snackbar-Stange. Okay, wegen Renovierung geschlossen. Ah, das war es wohl dann mit einem leckeren Frühstück. Schlüssel steckt von innen, ja? Von innen verschlossen. Auf der anderen Seite steckt ein Schlüssel im Schloss. The butterfly pendant. Becky was wearing it around her neck. My mom. She's gone. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Da frisst die einfach die ganzen Snacks auf. Einfach so, der Park steht vorm Ruin. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also sowas schon wieder. Okay, Karte brauchen wir nicht. Buch brauchen wir doch. Buch, oder? Da schreibt die nicht zu auf. Was? Erfahre, was mit dem Wohnmobil und dem kleinen Mädchen Becky passiert ist. Okay. I'm scared. She's gone. Okay, hier haben wir jetzt den Postboten. Dann haben wir hier einen Werkzeugkoffer mit einer Stange, einem Glasschneider. Natürlich, jeder hat auch einen Glasschneider. Oh, guck mal hier. Der einsame Mammutbaum da oben, okay. Ich sollte die Kiste nicht weiter untersuchen oder der Kerl sieht mich noch. Ja, der hat dich wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen, hoffe ich zumindest mal. Eine frische Ladung Souvenirs. Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Cool, danke. Good morning, ma'am. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Naja, okay, danke. Komischer Kerl. Zur Holzfällerausstellung, okay. Darf hier hochgehen oder immer noch geschlossen? Ja. Und jetzt? Nee, ernsthaft jetzt? Nein, oder? Aber echt skrupellos, oder? Also ich würde da jetzt als Detective, auch wenn ich von der Polizei werde, nicht einfach so gefahrenvollzugmäßig da reingehen. Einfach so Eigentum beschädigen und sowas. In die Snackbar, na gut. Strange. How come it was locked from the inside, if there's no other exit? Ja, da oben ist schon ein Fenster, ne, da oben. Also ist das nicht, ne? Jo, komisch. Eine Registrierkasse, ja? Ein Hebel, der kommt da rein, dann kurbeln wir mal und klauen auch noch Geld hier, ja? Was ist das für Geld? Eine Falltürmarke. Das ist eine Falltürmarke, alles klar. Okay, dafür ist die Falltürmarke, alles klar. Hier haben wir nichts, hier haben wir eine Armbrust. Eine alte Armbrust ohne Sehne, ja, nimm sie doch mit. Du brauchst doch eh alles bis jetzt. Portemonnaie mitgenommen, Führerschein mitgenommen. Wobei man Führerschein, den man findet, ja wirklich mitnehmen soll. Um die dann sicherzustellen, abzugeben, sag ich mal, ne? Ich hoffe, die Webcam ist nicht zu dunkel übrigens. Leicht ein Orangestich, oder? Was geht eigentlich? Eine interessante verzierte Kellertür in einer Snackbar wie dieser etwas fehl am Platz. Nicht nur etwas, sondern sehr fehl am Platz. Ich dachte gerade schon so, das wird ja total easy. Aber irgendwie... Das müsste doch so hinhauen, oder nicht? Das war aber dann doch sehr einfach und nett, ne?
in den Keller hinab. Ist aber ganz schön tief, Mensch. Oh, who was that? At least I'm not hurt. Ja, aber ohne Spaß, die kann ja auch nicht einfach hier einbrechen. Was ist denn los mit der? Hier unten ist es stockdunkel, ich brauche Licht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist das denn? Unten an der Falltür befindet sich ein seltsamer Schließmechanismus. Dafür fehlen zwei Teile, okay. Ich brauche Licht. What is this place? Oh Gott. Mit Ratten, weg mit dir. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die verkohlte Kiste aufbrechen. Mit einer Seilbahnkarte, das wird doch super klappen. The pulley is damaged and won't lock into place. I'll have to find a way to lock it while the door is open. Warum hat die jetzt, warum ist das jetzt vertont und der Rest nicht? Das verstehe ich aber nicht. Okay. Zum Seitenraum. Ein geheimer Raum. Sehr schön. Wir gehen mal zum Seitenraum. Die Lampe benötigt Brennstoff, natürlich. Shh, don't shout. I need your help. And if you're down here, then you're in need of mine. We can't trust anyone out there. This place is not what it seems. Is there anything you'd like to ask me? Is there anything you'd like to ask me? Ein starken Griff, der Gute. Eine Hand wäscht die andere. Fragen zu, wer bist denn du? Who are you? Why are you locked up down here? I came here to settle an old score. My friend came out on top. For the time being, you're here to find some missing people, aren't you? But like me, you found yourself in trouble instead. I will help you get out of here and assist you in your investigation. But in return, I need you to release me. Trust me, we share the same foe. Ich trau dem nicht. Wär zu einfach irgendwie, oder? How can we help each other? I know a bit about our enemy and this place. I will give you clues and tell you his story. I'll also give you a few small artifacts I managed to steal from him and keep hidden in my cell. In return, you'll release me. As you can see, my cell has quite a complex lock. The relief is the key. If I know my enemy, its pieces are scattered around the park, in the tunnels, trees, everywhere. Should you manage that, my assistance will turn from words to actions. Oh, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben, ne, den einen zu sperren. Und dann überall noch die Scheiben versteckt, das ist ja Wahnsinn. Du erhältst ein Feuerzeug, der Gefangene. Der Gefangene... Dem Gefangenen zufolge sollte die Vervollständigung des Reliefs die Zelltür öffnen. Ich bin gerade irgendwo im Keller, okay. Der Gefangene, finde die Identität des geheimnisvollen Gefangenen heraus. Notizen. Bei der Erkundung des Tunnels unterhalb des Parks stieß ich auf eine Zelle, in der jemand eingesperrt war. Seine Geschichte ist ein Rätsel, ich weiß nicht einmal seinen Namen. Er bat mir als Gegenleistung für seine Freiheit Hilfe bei den Ermittlungen an. Wer ist das? Warum ist er hier eingesperrt? Da stimmt etwas nicht. Wer ist das? Soll ich ihm vertrauen? Nein. Okay, ja. Warum lebt der noch? Wo hat er sein Essen her und wie konnte der Sachen... Also, ich bin ja auch so, ne? Ich habe auch schon in jedem Gefängnis deutschlandweit in den Zellen was versteckt, damit, wenn ich mal eingesperrt werde, ich die Gegenstände habe. Das ist ja klar. Macht man ja so, ne? Das will ich gar nicht hinterfragen, aber... Ja, ich lasse das mal lieber. So. Okay, wir bekommen eine Axt. Cool. Schön versteckt. Das heißt, hier wird erstmal ordentlich drauf eingehämmert. Jo, und wir bekommen Öl. Cool. Und Holz? Holz, sehr schön. Holzkohle. Ah. Eieiei, was ist denn hier passiert? Coole Statuen.
Eine Leiter. Aha. Ist das unsere neue Arbeitswand? If you pin your evidence on this board, I can help you in your investigation. I can see the whole board from here. Just clear the remaining stuff off it. Haben aber Glück, dass da diese schöne spiegelnde Säge drin ist, das Sägeblatt, ne? Cool, nehmen wir natürlich mit. Ein eingefädelter Haken, ein Spachtel, ein Brecheisen. Perfect. What exactly are you investigating? I have evidence that a few people disappeared this morning at the park gate, under highly unusual circumstances. It comes as no surprise to me. I'll help you find them. Start off by identifying our missing persons. Ja, ja, Beweisstücke, Übersicht, bla bla bla. Involvierte Personen, das kennen wir ja, ne? So können wir ja dann die Hinweise zusammentragen. Du benötigst zwei weitere Beweisstücke, um die Gruppe zu vervollständigen. The whole family is gone. The mother's purse was left next to the park gate, together with her wallet, car keys, documents, and a picture of her daughter. The very girl I found. And then lost moments later. Such a happy family. Indeed. I can't leave now. I have to find them. But first, we need to establish what happened to them after they were taken. And who's behind their disappearance. But I can't do my part until I get out of this dungeon. Obviously. I think I can help you. Come here to the cell door. Auszeichnung freigeschaltet, Schnüffler. Wann immer die Reflexion des Gefangenen sichtbar ist, hat er neue Informationen für dich. Wähle die Reflexion aus und du gelangst zur Zelltür. Ich würde dir auch direkt vertrauen und direkt meine Lebensgeschichte erzählen. Your way in is your way out. The trap door. Among my few possessions, I have one of the two keys. To find the second, you'll have to search the maze of tunnels beyond the metal door. Decipher the rune symbols above the door. They will lead you through the maze. Good luck. Dankeschön. Neue Aufgabe, den Weg nach draußen suchen. Wir bekommen einen von den beiden Schlüsseln und eine Tischdecke, ein Papier. Dankeschön. Is there anything you'd like to Nein. Ask? Okay, mehr Hinweise haben wir auch nicht. Okay. An die Tafeln komme ich nicht ran, an die Markierungen. Dafür haben wir natürlich eine Leiter in der Hosentasche. Alter, was ist das denn? Das ist ein Code, aber ich kann die Runen nicht entziffern. Das ist ja cool gemacht. Cool. Was denn hier? Eine Eidechse. Ich will alles totklicken in diesem Spiel. Okay, unsere Leuchtfackel ist ausgegangen. Dafür reicht jetzt natürlich hier das Licht von links, um hier reinzuscheinen. Logisch. Super. The maze the prisoner spoke of. I should follow the runes in the code he gave me. Das ist nicht die, dann müssen wir wohl hier lang, oder? Oh, scheiße. Hier wurde jemand begraben und zwar bei lebendigem Leibe. Warum? Der könnte auch tot da eingebuddelt worden sein. Okay. Alter, das Spiel! Entschuldigung. Da haben wir das X. Ein bisschen zugewuchert. Unter dem Moos ist ein Symbol begraben. Ob diese Runde dabei helfen, den richtigen Weg zu finden? Natürlich. Und das letzte ist dann das hier. It seems I've reached some kind of chamber.
Schmetterling, himmlische Schmetterlinge. Was haben wir hier? Boah, irgendwie sagen mir, da ist eine Spalte im Felsen, ein guter Hieb mit etwas Robustem sollte ihn zerbrechen. Irgendwie ist das mit dem Wimmelbild alles nicht so meins, irgendwie muss ich sagen. Das gar nicht gesehen. Der schwere Felsen lässt sich ohne Hebelwirkung nicht anheben. Ich erkenne die ganzen Metallteile gar nicht, muss ich sagen. Ich glaube, die Helligkeit von meinem Monitor ist zu gering dafür. So ein kleiner Metallring da. Okay, so klein war der gar nicht. Und noch. Gott. Seht ihr das alles? Ja. Ernsthaft? Oh Gott. Wollte nicht zurück, aber danke. Ah, nee, ich muss nur das eine finden, oder? Die habe ich schon. Das muss ich, glaube ich, finden, ne? Moment, wartet mal eben. Mal kurz hier meine halbe Beleuchtung ausgemacht, damit ich ein bisschen mehr erkennen kann. Das hier? Ah. Yay! Oh, Moment. So. Ja, du hast etwas Nützliches gefunden. Eine Hake, ein Haken mit Kette. Cool, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Eine Kurbel. Es ist sinnlos zu ziehen, solange die Kette gerissen ist. Das geht alles nicht. Zu hoch, um dort hinauszukommen. Ah, okay. Der Rest der Kette ist schon vor langer Zeit abgerissen. Hätte ich doch nur einen Griff, an den... Was? Den ich hier befestigen kann. Den Griff. Alles klar. Haben wir noch was anderes? Hier ist noch eine Rune. Oh. Eine Reliefmarke für den Gefangenen. Das darf doch nicht wahr sein. Was haben wir hier? Eine gruselige Tür. Um dieses Rätsel zu lösen, brauche ich einige viereckige Blöcke mit Symbolen. Eins, zwei. Zwei Stück, okay. Top animiert. Unten. Tote. Überall. Oh Gott. Dutzende von Leichen im Keller. Nee, das ist aber, glaube ich, zu hart für uns, oder? Für unseren Kanal hier an der Stelle. Das ist zu viel. Too much. Wir haben den zweiten Schlüssel. Der Körper scheint ausgesaugt zu sein. Das sehe ich jetzt so aber nicht. Der sieht aber aus, als wäre so ein bisschen im Wasser vor sich hingekokelt. Hat deshalb der Typ oben die Fässer zugenagelt? Das waren gar keine Souvenirs. Das waren
ja, ehemalige Parkgäste wahrscheinlich, die sich beschwert haben oder sowas. Eieiei. So viele, wie schrecklich. Ja, ja. Der Weg nach draußen, ich muss den Weg aus dem Verlies finden. Der Gefangene gab mir einen Schlüssel zu einer Falltür, der zweite befindet sich im Labyrinth, pipapo. Anleitung, das haben wir ja. Notizen, Aufgaben. Okay, die hat sich nur ein Bildchen gemalt. Das Spiel ist schon echt hart, ne? Ich weiß nicht, schon echt krass. Aufgabe erledigt, der Weg nach draußen. What on earth was that? Was ist denn jetzt hier los? Das ist wieder alles lila, Mensch. Diese blöde Disco-Beleuchtung überall. What is that strange light phenomenon? It's not the first time I've seen it. Oh nein, Vincent. It was that fog raven thing that attacked the camper trailer. And the park, it looks deserted. Hä? Was ist denn hier los? Was? Oh Gott. Illusionsobjekt. Der Park hat sich verändert. Das ist wahr. Es ist wieder alles eklig und unschön. Ei. Bär haben wir ja auch noch. Er hat mich nicht angegriffen, aber man muss das Schicksal nicht herausfordern. Ich weiche einfach langsam zurück. Oh ja, das ist wohl besser so. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Seilbahn, Museum der Holzarbeiten. Die Seilbahn. Die Seilbahn ist der schnellste Weg zum Titanbaum. Dreizack-Titan, der zweitgrößte lebende Mammutbaum der Welt. Und die kennen wir ja schon. Okay. Und eine Kordel. Noch ein Illusionsobjekt. Der Souvenirladen, der sieht anders aus als zuvor. Was ist passiert? I must watch. I must watch. What happened? Nothing. Something. I don't remember. I must have had a nap. Nothing. I've been living here for a long time. I must watch. If anything happens, I must... I like birds. There used to be so many of them here. I like birds. And collecting things. You would be surprised at how many useful things I can find. I don't remember how long. I don't remember why, but I must watch. Here, take a look at this. I found it all just a while ago. Ei, das ist doch die vom Souvenirladen, oder? Was ist mit der passiert? Und die hat hier einen Duftbaum um den Hals hängen. This place is full of shiny things. Waiting for... No. Must watch. Watch. All this stuff. It's from the Simpsons camper. Tatsache. Sie hat die ganzen Sachen weggenommen, ja? The blue butterfly pendant is in the picture too. It belongs to Becky's mother. Wir haben beide. Okay. Der Schlüssel steckt fest und der Riegel ist beschädigt. Ja und? Wir waren doch schon drin, oder nicht? Okay, wir müssen scheinbar nochmal an den Erste-Hilfe-Kasten dran, ja? Verschlossen und ich weiß nicht, wie ich das öffnen kann. Okay, wir kommen nicht mehr raus. This place is full of shiny things. Yes, yes, you must watch.
Ja, hau doch auf, das Ding. Spachtel geht auch nicht. Okay. Das habe ich anders in Erinnerung. Die Tafel war nicht komplett mit Moos bedeckt. Und die Schnitzerei... Ja, den Bären lassen wir erstmal. Wir gehen mal kurz hier rein und hier rein. Thank you, Detective. As promised, I will tell you the story of your foe. Beware, though, for it reaches far into the past, beyond belief and imagination. In the beginning, there were 12 Reapers. Ancient spirits of the cruelest and foulest ilk. Through their dark rituals, they would spread evil, despair, and death. Their atrocious deeds were not aimless, though. They summoned and served their High Lord, Archdemon Asmodai, the strongest and most powerful being in the pits of hell, who wreaked havoc through the world, bringing terror and destruction. Each time you bring another relief piece, I will tell you more. And, by the way, here's another artifact. I hope you'll find it handy. Schlossteil 1 von 3. You mentioned the name Asmodai in the story you started telling me. Did you say Archdemon? Who is it? How come you know all this? Perennial Sophia, Detective. I'm an old man. According to ancient beliefs, Asmodai is the king of demons, a fearsome and most powerful being, the essence of evil, the wielder of corruption. But it's just mythology. Demons don't exist in this world. And monsters like the one you saw don't either? There may be more truth in the old legends and beliefs than you think. Asmodai. Soon you will learn how deep the bond between him and our enemy is.